Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base hier bei Heisenberg zockt. Ja, die Sirenen dröhnen, wir sind in Erwartung eines Sandsturms und ein Handelsschiff ist gelandet. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn der jetzt noch die Halbleiter dabei gehabt hätte, die wir hier brauchen für unser, nicht Solarmodul, wo haben wir es denn? Hier unten, genau, der Monolith, würde ich mal behaupten. Ja, wo ist er denn, der Sandsturm? Der möchte nicht so richtig. Naja gut, irgendwann wird er kommen. Wir sind hier auch auf langsamstem Tempo. Und wir haben gesagt, wir müssen aufpassen wegen der Energie. Guck mal, hier alles leer. Das ist ein Elend. Wir müssen hier dringend nochmal was tun. Jetzt kommt der Sandsturm. Okay, die müssen ja aber alle schon halbwegs in Sicherheit sein. Hoffe ich doch mal. Ja, hier drin huseln sie rum. Gut, also nochmal. Dringend. Jetzt machen wir aber eine Windturbine, nachdem wir das letzte Mal hier ein Solarmodul hingestellt haben. Das war aber hier hinten das Solarmodul. Ja, wo ist es denn? Oder bauen wir noch dran? Tatsächlich, massiv. So viel zum Thema. Okay. da brauchen wir nicht unbedingt nochmal was hinzustellen. Wir scheinen hier. Naja gut, das Eisen hätten wir. Sie können natürlich jetzt nicht raus, weil der Sturm ist. Da müssen wir einfach Geduld haben. Und Geduld haben wir, indem wir hier mal ein bisschen auf schneller stellen. Sieht ja schon gespenstisch aus hier. Wie ist es eigentlich mit dem neuen Lager? Hui. Basis, da steht immer noch nichts von Heisenberg. Das Lager. Oh ja, das wird hier auch gefüllt mit Nahrung, okay. Lager massiv. So, der Sturm ist weg. Dann können wir dieses lästige auch wieder deaktivieren. Und sie können hier die Metalle hinbringen. Das ist ja schon auch eher gut. Okay, da fährt einer. Da fährt der nächste. Da kommen sie angesaust. Ja, das ist bestens. Dann haben wir das Ding relativ bald schon. Nochmal ein Besucherschiff. Die haben alle eine Absicht. Die möchten schlafen, essen und fröhlich sein. Das ist gut. Dann sind es keine Verbrecher. Beruhigend. Wer kommt hier hinten? Ein Kolonistenschiff. Da kommen wieder zwei. Medizinmann und das vordere habe ich nicht gesehen. Eingehende Nachricht. Wieder eine Gruppe groß, die wollen alles, die sind verstrahlt, die haben kaputte Knochen, die brauchen deswegen Medikamente. Gute Laune hätten sie dann am Schluss auch noch gerne. So, ein Solarmodul wurde gebaut. Und essen wollen sie noch. Ja, mach mal. Wenn wir irgendwas nicht, eines dieser Bedürfnisse nicht vernünftig befriedigen können, dann ist es ja auch kein Drama, dann kriegen wir einfach das Geld nicht. Jetzt bringen sie noch mehr Medikamente. Nein, wollen wir nicht. Ich möchte mal gucken. Hier die Pyramide. Hier steht das Solarmodul. Okay, das haben sie also gebaut. Dann kommt jetzt aber noch das geplante Windrad zum Zuge. Mal hierhin. Wir bauen ein bisschen platzsparender, würde ich sagen. Denn irgendwann ist natürlich dann Feierabend. Das priorisieren wir wieder. Wir haben zwar sonst keine Bautätigkeiten, außer hier vom Monolithen. Aber eben, ja, da fehlen die Halbleiter. Und da können wir im Moment nichts machen. Wir könnten höchstens... Sollen wir hier nochmal eine... Wisst ihr, was wir machen? Also, das wäre dann... ich muss mal gucken, nicht Labor. Aufbereitungsanlage. Was brauchen wir? Wir brauchen Halbleiter. Die bauen sie schon hier. Wisst ihr was? Ich gucke erstmal. Kontrolle ist besser als Nachsicht. Also, nein, das ist die Robby-Werkstatt. Irgendwo machen sie... Hier unten? Nein, das ist Metall. Hier machen sie... Halbleiterfertigung, da haben wir zwei Stück nur. Okay, und das ist in einer Fabrik drin. Also dann machen wir hier eine Fabrik. Es zurzelt doch schon wieder hier grafisch. Wenn ich hier unten bin, ist besser. Hier oben zurzelt es. Merkt ihr es? Merkt ihr, was ich meine mit zurzeln? okay, nehmen wir. Den Rest brauchen wir nicht, aber das Ding nehmen wir natürlich. Dafür kriegst du Bioplastik haben wir ordentlich. Ne, Eisen nicht, aber hier davon noch was. Dann hätten wir hier aber gern noch ein paar Euro. Beziehungsweise ein paar Cent. Okay, das eine Dingens, das sei geschenkt. Da machen wir jetzt keine pingeligen Sachen damit. Dann haben wir schon wieder einen Halbleiter mehr. Habe ich jetzt aber auch tatsächlich. Ja, doch, wir kaufen schon. Jetzt sie hier in der Hetze. Nicht, dass ich hier Ersatzteile kaufe. Das haben wir. Windturbine gebaut. Gut. Wir brauchen eine Fabrik, habe ich gesagt. Dann lasst uns
Ja, eine Robotikeinrichtung könnte man natürlich auch mal wieder gebrauchen. So ist es nicht. Wo haben wir denn die Fabrik? Die haben sie ja gut versteckt. Hier. Wohin damit? Vielleicht mal wieder ein bisschen nach hier unten bauen. Oder ein bisschen hier außen rum. Hier wären wir in der Nähe des Lagers. Wenn man das mal so... Okay. Gut, und wie sieht es jetzt aus mit Energie? Besser. Aber immer noch nicht wirklich gut. Das heißt, wir bauen nochmal was. Wir haben ja wirklich... Grundstoffe haben wir genügend. Da können wir auch ein bisschen aus dem... Ja, Luftschleuse. Aus dem Vollen schöpfen. Nein, am Schluss bin ich aus dem Spiel raus. Heiliges bisschen. Jetzt hier, den wollte ich. Und dann wollte ich... Nochmal ein Solarmodul oder nochmal eine Windturbine. Ich würde mal sagen, wir machen nochmal ein Solarmodul. Wir wechseln ein bisschen ab. Passt du hier noch rein? Ja, du passt noch. Da ist ein Handelsschiff gelandet. Die sollten hier nicht ersticken, sonst werden wir es merken. Dann wissen wir, dass wir hier eine Grenze haben. Hier hinten haben wir auch noch Bauplatz. Da können wir aber nur noch mit der Infrastruktur hin. Oh, größenwahnsinnig erreicht. Das sind ja mal gute News. Du hast bewiesen, was du kannst. Okay, wir werden aber noch nicht aufhören. Wir haben noch ein Ziel vor uns. Also ein ungeschriebenes Ziel sozusagen. Nämlich, ja, möglichst viele Einwohner haben, möglichst viele Robbys, möglichst eine große Basis haben. Da sind wir ja auf dem Weg hin. Also das kann uns keiner, das kann keiner abstreiten. So, also Halbleiterfertigung. Einmal, zweimal, dreimal und dann haben wir hier noch vielleicht nochmal Waffen. Waffen gibt ja ordentlich Knete, wobei, wisst ihr was, wir machen hier mal eine reine Halbleiterfertigung hin. So. Gut, wo ist denn jetzt das Handelsschiff? Schon wieder weg? Nein, doch. Ist schon wieder weg. Reichen vier solche Hafen? Ich weiß gar nicht. Ist ordentlich Betrieb. Sie kommen und gehen. Vor allem die Besucher kommen deutlich in dichteren Schlagzahlen sozusagen. Oder in erhöhter Schlagzahl, seit wir hier neue Raumdingens haben. Kann man hier noch? Hier kann man auch verbinden. Okay, ein Handelsschiff. Da kommen nur noch Medizinmänner. Da kannst du machen, was du willst. Ja, das passt da oben. Das lassen wir mal so. Wir brauchen die Medikamente primär für die Besucher. Und wenn wir dann eben da zu wenig haben, okay, dann haben wir zu wenig. Da kommt nochmal ein Medizinmann. Noch ein Besucherschiff. Ja, mit Lagern haben wir es jetzt eigentlich auch relativ gut mittlerweile. Der Weg zum Multidom, der ist ein bisschen weit. Vielleicht noch einen zweiten Multidom machen, hier hinten, für die Leute, die nicht jedes Mal quer über die Basis laufen wollen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Wo würde der Sinn machen? Der würde eigentlich fast überall Sinn machen. Wir gucken mal. Halt, Energie wollten wir ja auch noch schauen. Ja, das bessert hier wieder gut. Multidom. Können wir den vielleicht in groß machen mittlerweile? Da kam auch schon lange kein Händler mehr mit Patenten. Das gibt mir dann doch auch zu denken. Wir haben nämlich noch nicht alle. Das geht hier nicht hin. Hier würde der hinpassen. Ich möchte ihn aber ein bisschen zentraler haben, wenn das irgendwie machbar ist. Zum Beispiel hier unten bei der Kantine. Das ist doch gar nicht schlecht. So, okay. Das hat uns wieder einen Fernseher gekostet, das ganze Ding. Kann ich den nachträglich hier vielleicht nochmal... Passt hier irgendwo noch ein Fernseher rein? Nö, doch hier. Okay, dann nutzen wir das natürlich gleich mal aus. So, jetzt sind hier die Kollektoren wieder voll. Das finde ich dann doch relativ schön. Dann können wir eigentlich schon bald wieder Kollektoren bauen. Wie sieht es denn hier aus? Ja, also das Dreifache ist das natürlich bei weitem noch nicht. Eisen, Metall, frei 9. Ja, wir lassen es mal. Im Moment lassen wir es mal. Nahrung, da haben wir jetzt Ewigkeiten schon nichts mehr gemacht. Und das geht immer weiter rauf. Essen denn die Leute nichts? Sag mal, schmeckt es euch nicht? Oder wo ist das Problem? Ja, ist ja egal. Wenn sie volle Bäuche haben, sonst würden sie es ja sagen. Ich komme ja mit den Meldungen nicht mehr hinterher. Aber jetzt bauen sie hier Halbleiter. Das ist gut. Oh. Da haben sie doch tatsächlich den Monolithen hingestellt, ohne dass ich es gemerkt habe, vor lauter Labern. Jetzt ist halt dunkel, jetzt sehen wir nicht wirklich was. Aber okay, der zieht natürlich auch nochmal Leute an. Das würde dann heißen, wir haben eigentlich keine Bauvorhaben mehr. Sehe ich das richtig?
ein Händler. Der bringt auch nur, was wir nicht brauchen. Der hat aber ordentlich Kohle. Wir nehmen mal die Kohle. Alles, was er hat. 380 und verkaufen hier mal. Oh, ja, die Knarren, die hauen rein. Das ist sagenhaft. Okay. Ja, wir bauen aber noch ein paar Knarren mehr. Ja, jetzt sind wir schon drüber. Okay, eine Knarre weg. Dann kannst du noch ein paar Ersatzteile haben. 635. Vielleicht noch, nein, Nahrung haben wir genug Alkohol. Alkohol können wir noch ein bisschen gebrauchen. 635, 635, dann gibt es Geld und ein Bier. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay, handeln. Das sind sowieso Sachen, da müssen sie nicht, oh, Eindringling, da müssen sie nicht 10.000 Mal laufen, da die Waffen eben so viel Wert haben. Die kommen in immer, da kommen immer mehr von denen, das ist ja elend. Kolonisten sind gestorben. Würdet ihr gefälligst unsere Kolonisten in Ruhe lassen? Wachen haben wir ja. Guck mal, was hier an Wachen daherkommt. Haben wir die alle erledigt? Wieder 8 Stück. Ich mach mal den Alarm wieder aus. Und schau mal. Falsch. 31 Robbys. Sehr cool. Jetzt haben wir 21 Wachen. Die sind alle bewaffnet. Das müsste eigentlich reichen. Und sonst, wenn wir sehen, dass wir hier ein Problem kriegen, dann bauen wir nochmal eine Kommandozentrale, ganz klar. Das hier hinten, mir gefällt das irgendwie nicht so wirklich sehr gut. Das ist so abgeschieden, aber wir können da nichts machen. Jetzt haben wir halt nach hier hinten gebaut. Wir müssen hier mal noch dafür sorgen, dass ein bisschen Leben in die Bude kommt. So, hier vorne haben wir ordentlich Leben in der Bude. Da haben wir zwei volle Lager, so wie es aussieht. Ja, die sind tatsächlich voll. Die sind halt voll mit Nahrung. Wir produzieren zu viel Nahrung. Jetzt müssen wir dann doch mal noch ein bisschen Nahrung verkaufen. Das mache ich zwar ungern. Das ist schon interessant. Jetzt haben wir die Nahrung tatsächlich so optimiert, dass die mit Essen nicht mehr hinterherkommen. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Da ist das Handelsschiff. Ich stelle mal wieder schneller. Das Tempo ging natürlich wieder runter wegen der Schießerei. Und jetzt haben wir hier tatsächlich schon wieder Leere. Energiekollektoren. Das heißt, wir bauen nochmal. Jetzt wäre aber hier wieder so ein fettes Solarmodul fällig, würde ich mal sagen. So. Das ist ja... Die Basis hat wirklich, was die an Energie hat. Eingehende Nachricht. Ja, das sind eine Gruppe klein mit allem, mit Aua, mit Hunger, mit okay. Nehmen wir. jetzt wollte ich irgendwas anderes noch gucken. Genau, wegen dem Wasser. Das Wasser... Vergesse ich immer ein bisschen. Wisst ihr, was wir mal noch bauen? Nochmal so ein Wasserturm. Hier, Wassertank. Den bauen wir aber eher... Ah, okay. Endlich ist diese Lücke auch gestopft. Da bin ich ja beruhigt. So, und Fett nach überall verbunden. Bestens. Ein Besucherschiff. Noch ein Besucherschiff. Die blockieren uns wieder die Landeplätze. Die hier eben, der auch. Und hier fehlen noch 5 Waffen. Ja, bringt die mal. Wo habt ihr die denn? Haben wir hier im Kontrollraum schon Waffen? Nee, keine. Das ist eine Frage des Transports mal wieder. Wir haben aber mehr als genug Robbys. 32 Robbys. Sollen wir mal nochmal... Ich würde jetzt tatsächlich nochmal eine Robby-Werkstatt bauen. Ich möchte noch mehr Robbys haben. Ich rufe chronisch immer zuerst das Falsche auf. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. So, Robby-Werkstatt. Wow, in riesig. Natürlich. Machen wir doch glatt. Wenn wir es machen, machen wir es richtig. Hierhin. Warum nicht? Da haben wir das Lager. Das ist zwar voll, aber okay. Ja, kommt hierhin. Einmal verbunden. Das geht wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Nein, okay, dann lassen wir es. Und dann würde ich glatt... Was ich auch noch gerne hätte, hier nochmal so ein Teil hinstellen. Nicht, dass hier irgendwann dann doch der Sauerstoff flöten geht. Kann ich hier... Nein, das ist halt schade. Das Prestige ist wieder raufgegangen. Und das Prestige, ja, das lockt dann wieder die bösen Jungs an. Da müssen wir aufpassen. Ich würde mal sagen, hier hin. Okay. Verbinden wir natürlich auch gleich. Wow, wie das wächst hier. In diese Richtung wächst. Hier hin wächst. Was haben wir hier Schönes? Den Multidom. Den richten wir mal noch ein. Ich nehme mal als erstes eine Bank, damit ich die nicht wieder vergesse. So. Laufrad. Da gehen 3 Stück rein. Möp.
Da gehen gleich 4 rein. Das ist natürlich auch schön. Dann bräuchten wir mal noch ein Messerchen. Denn Sport macht durstig. Das ist ganz klar. Vielleicht müsste ich mal noch Shift drücken. Dann würde das hier auch funktionieren. Zack. 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 Okay, das kann aber nicht sein, dass hier hinten... Ich muss mal langsam machen. Da haben irgendwelche Fabriken und Co. keinen Sauerstoff. Da müssen wir aufpassen. Blumentöpfe. Habe ich was vergessen? Nicht, dass es dann wieder heißt, du hast da ein Multidom gebaut und kein Multi drin. Irgendwas fehlt dann wieder. Trainingsstange. Wenn irgendwo noch eine hingeht, kriegt er noch eine. Okay. Und ansonsten wäre das hier soweit auch geregelt. Jetzt haben wir schon länger keinen Schlafsaal mehr. Das wäre dann auch mal wieder fällig. Irgendjemand hatte keinen Sauerstoff. Aber das scheint sich reguliert zu haben. Okay, Bordwerkstatt. Da machen wir mal einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Halt, doch, sechsmal. Dann machen wir hier noch 2 Reparatureinheiten hin. Sehr gut. Okay, wow, das wird ordentlich Robbys schneien, wenn man so will. Was hier unten jetzt noch fehlt, wäre dann vielleicht dann doch auch mal nochmal eine Schleuse. Machen wir auch mal noch hin. Schleusen hatten wir hier. Zum Beispiel hier hin, wenn es geht. Okay. Dann kommen sie hier auch raus. Oder rein, je nachdem, was sie dann eben wollen. Hier oben Energie, das gefällt mir soweit. Ja, ist schon relativ ordentlich. Das verbinden wir hier noch. Wenn es schon geht. Okay, Bauteile wurden gebaut. Ja, wir machen mal wieder schneller. Wenn das ja mit dem Sauerstoff jetzt wieder klappt hier. Können wir mal kontrollieren. Falsch. Völlig falsch. Moment, wo war gleich nochmal die Taste? Hier. Ach, das reicht auch. Aber eben ein Schlafsaal wäre dann vielleicht mal noch angebracht. Hier im Multidom finden auch schon die ersten Trainings statt. Das ist sehr schön. Ja. Sollen wir? Ich würde sagen, ja, warum denn auch nicht? Ich denke, wir gönnen uns nochmal einen Schlafsaal. Irgendwo hier oben, wo in dem Sinn nicht stört, denn hier oben haben wir sowieso nicht wirklich einen Schlafsaal. Das ist halt wieder eine Sackgasse. Können wir hier eine Sackgasse brauchen? Eigentlich ja. Oh, Eindringling. Moment. Halt! Jetzt kommen sie von hier oben, okay. So. Gleich mal gucken gehen. Kolonisten gestorben. Dauert ein bisschen, bis die Wachen kommen. Die sind ein bisschen ländenlahm. Aber jetzt kommen sie hier in rauen Massen. Okay, die sind natürlich alle bewaffnet. Da sollten die Eindringlinge nicht wirklich eine Chance haben. Sollten. Aber das hat uns auch ein paar Kolonisten gekostet. Okay. Wie viel haben wir denn inzwischen? Wir haben 225. Es geht voran. Vielleicht doch nochmal einen Raumhafen bauen, damit das noch ein bisschen schneller vorangeht. Hier machen wir wieder keine Warnung. Wir machen wieder schnell. Hier unten waren wir stehen geblieben. Aha, da fehlt was. Bioplastik. Haben wir jetzt allen Ernstes wieder ein Bioplastikproblem? Wo ist ein Handelsschiff gelandet? Das machen wir mal so. Bioplastik? Ja, genau. Bioplastik hat er nicht dabei. Aber er hat ein Patent für Farmdom. Jetzt wird es interessant. Nicht entlassen, sondern du wartest mal, wir machen mal ganz schnell langsam. Farmdom, ich muss mal schnell gucken. Farmdom haben wir noch nicht, okay, eingehende Nachricht. Ja, kommt und wir hätten gerne das Farmdom. 40%, sehr schön, gut. Sollen wir vielleicht doch mal ein bisschen, wisst ihr was, wir geben mal ein bisschen Nahrung weg. Wenn das fühlt uns, ach so, nee, das geht nicht, das ist ein kleines Schiff. Okay, da müssen wir es doch anders machen. Schade. Ich dachte gerade, ja, dann, das füllt uns die ganzen Lager oder überfüllt uns die ganzen Lager. Das gute Essen. Die müssen wir ein bisschen mehr essen, aber okay, dann müssen wir das anders machen. 2 Knarren. Paar Ersatzteile. Medikament, dann haben wir die Hälfte, haben wir. Das hier hat keinen Wert. Geld ausgeben möchte ich nicht unbedingt, solange wir hier noch was machen können. So, per Zufall haben wir die 560. Okay, Farmdom. Fast hätte ich hier drauf geklickt. Boah. Handeln. Dankeschön. Denn damit können wir
Ja, brauchen wir zwar überhaupt nicht, wir können die größeren Gemüseplantagen, also die Biodome, hinstellen. Die hier, in groß. Brauchen wir zwar, wie gesagt, nicht, aber was wir haben, das haben wir. So, Kolonistenschiff. Da kommen wieder ein paar mit gebrochenen Knochen. Okay. Ich muss ein bisschen mehr in der Perspektive spielen. Irgendwie sieht es fast cooler aus. Man hat zwar nicht die Übersicht, die große, wie sonst, aber sieht netter aus. Haben wir hier noch was Neues, was wir noch einrichten müssen? Wir haben doch eigentlich... Lass mich mal gucken. Ne, passt alles. Ah, hier oben. Da ist der Schlafsaal. Den habe ich gesucht. Kolonistenschiff. Einer. Status gut. Warum ist der Status nur gut? Sie haben mehr als genug Nahrung, weil die ganze Zeit wahrscheinlich Verbrecher kommen. Das könnte noch sein. Da können wir aber nicht viel dagegen machen. Wir können die nur bekämpfen, wenn sie da sind. Da gibt es keine prophylaktischen Möglichkeiten, dass wir verhindern, dass sie ankommen. Ich wüsste nicht wie. Geht nicht. Nett sein bringt da nichts. Mal ausnahmsweise. Laser. Vielleicht mal wieder ein Laser. Hier hinten haben wir... Hier unten haben wir speziell überhaupt keinen Schutz. Hier hinten eigentlich auch nicht wirklich. Schlafsaal wurde gebaut. Dann machen wir erstmal den Schlafsaal. So, ordentlich Betten rein. Der ist ja doch in groß. Eigentlich sollte man, während man hier Betten reinstellt, vielleicht das Tempo ein bisschen drosseln. Denn bei der Größe der Basis passieren hier so viele Sachen fast schon gleichzeitig, dass man sehr vieles übersieht. Und je nachdem ist es dann etwas, was man dann irgendwann bereut. Gut. Schlafsaal steht. Wenn wir hier schon einen Schlafsaal haben... Ne, wir haben hier unten Sauerstoff. Ich dachte gerade hier vielleicht noch Sauerstoff rankoppeln. Wir haben hier Platz. Wir können reagieren, wenn wir zu wenig Sauerstoff haben. Kriegen die da Sauerstoff? Was bist du? Du bist ein Besucherschiff. Das sieht man von Weitem. Okay. Jetzt möchte ich mal noch schnell schauen. Guck mal, das ist doch... Wow, okay. Nett. Ist eine relativ... Schöne Aussicht hier rüber, würde ich meinen, mit Wegweiser. Wo haben wir den Monolithen? Hier hinten. Und dann haben wir da noch die Pyramide. Kann ich das nicht? Nein, vom Winkel her geht es nicht mehr. Schade. Hier mit den ganzen Schiffen? Doch, nett. Gefällt mir. Bestens. Ja, gut. Ich würde sagen, wir lassen es mal dabei bewenden für die Folge. Und in der nächsten Folge gucken wir weiter, wie wir uns hier weiterentwickeln. Wir haben bald 1000 Nahrungsteile und 230 Kolonisten und 34 Robbys. Und mit den Robbys... Oh, die Robbys. Moment, da muss ich natürlich noch schnell umstellen. Baubot. Baubot. Und hier noch ein Bohrbot. Wir machen nur ein Bohrbot. Denn wir haben nur eine begrenzte Anzahl Minen. Die machen dann keinen Sinn mehr. Den Rest können wir natürlich gut gebrauchen hier. Transportbots und Co. Die Reparatureinheit macht auch Sinn. Gut. Ja, eben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dann, liebe Leute. Tschüss.